Krieg, Klimakrise, Pandemie. Die grossen Krisen unserer Zeit stellen uns alle vor Herausforderungen. Sie hinterlassen nicht nur Spuren unserer Gesellschaft, sondern auch bei uns persönlich. Hilflosigkeit, Überforderung und das Gefühl, nichts zu bewegen, kennen auch viele von uns. Doch wie können wir jetzt aus dem «Nichts machen» zum echten Handeln? Und wie können wir mit Hoffnung und Zuversicht in unsere Zukunft blicken? Tabea und ich möchten euch gemeinsam heute Abend führen und mit unseren Gästen Antworten auf die Fragen finden. Und wir möchten Perspektiven beleuchten, die Mut machen. Herzlich willkommen, liebe Gäste, hier zum letzten Generationenforum dieses Jahr. Wir haben auf dem Podium hier den Tobias Grütter, 22, als Vertreter vom Zukunftsrat U24, der im letzten Jahr intensive Handlungsempfehlungen zur psychischen Gesundheit der Schweiz hat ausgearbeitet. Wir haben Lea Witcher, 36, Autorin und Performerin, die uns zeigt, dass Humor auch in schlechten Zeiten eine Brücke kann sein, nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Reflektieren. Und Esther Boschach, 51, sie ist leitende Ärztin im Psychiatriezentrum für junge Erwachsene in Thun und wird uns mit ihrer Expertise einen Einblick in die psychische und gesellschaftliche Dimensionen von Krisen geben. Kollektive Depression, raus aus der Apathie. Das ist das Generationenforum, technische Leitung, Samuel Müller und Nilay Scheiwiller, am Mikrofon Tabea Keller und Lea Schütz. Generationenforum. Ja, herzlich willkommen auf dem Podium, liebe Gäste. Ich habe für euch als erste Frage, und ihr, liebes Publikum, könnt ich das für euch auch mitfragen. Wie geht's euch gerade so? Tobias, wie geht's dir gerade so? Also, mir geht's selber gerade sehr gut. Ich bin ein bisschen müde vom Arbeiten, aber sonst geht's mir super. Lea, wie geht's dir so gerade? Mir geht es auch gut. Ich bin recht langsam unterwegs wegen dem da. Aber heute ist ein Tag, wo ich mir viel Zeit nehmen konnte. Gut. Schön. Esther, wie geht es dir gerade so? Oh, sehr gut. Merci vielmals. Ich hatte einen schönen Tag gehabt. Und einfach schon nur daher zu kommen und den Tannenbaum zu sehen, hat mir irgendeine kindliche Freude bereitet. Ja, ich muss sagen, wir haben wirklich eine gute Aussicht. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar, wie gross ist euer Weltschmerz gerade so im Moment? Lea, wie gross ist dein Weltschmerz im Moment gerade heute? Heute ist er gerade nicht so gross. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich relativ gut funktionierende Scheuklappen habe. Mich kann distanzieren und mich auf mein kleines Leben fokussieren. Aber wenn ich die Scheuklappen aufmache und schließe und die Welt an mich heranlasse, dann erschlägt es mich eher. Ja, das kenne ich auch. Esther, wie gross ist dein Weltschmerz? Er ist im Moment zum Glück sehr klein. Mir kommt es manchmal vor, als ob der Weltschmerz ein bisschen wäre wie Säublumen im Garten. Man muss ein bisschen beständig jäten und schauen, dass sie nicht überhand nehmen. Und mir geht es auch so mit dem Weltschmerz. Merci. Tobias, wie gross ist dein Weltschmerz heute gerade? Er ist auch nicht so hoch. Also, ich kann mich jetzt von den anderen beiden auch ein bisschen anschliessen. Also, ja, gute Scheuklappen, muss ich sagen. Aber wenn man sie dann auftut, hat man dann manchmal schon das Gefühl, es ist wirklich sehr viel, was auf einem so einprasselt. Und dann macht man lieber die Scheuklappen wieder her, damit man sie ein bisschen ausblenden kann. Ja. Genau um das geht es heute. Es geht heute darum, wie es uns geht. Nicht nur persönlich, sondern auch an der Gesellschaft. Und ihr habt alle den Titel gelesen von dieser Veranstaltung heute, es geht um kollektive Depression. Der Begriff von kollektiver Depression beschreibt nicht nur eine Anhäufung von individueller psychischer Belastung in der Gesellschaft, sondern auch eine allgemeine Stimmung von dieser Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit, die im Moment viele Menschen haben. Ein Blick auf die psychische Gesundheit der Schweiz zeigt ein differenziertes, aber auch ein alarmierendes Bild. Rund 17% der Schweizer Bevölkerung leidet an psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen, die nicht nur das persönliche Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen, sondern auch hohe wirtschaftliche Kosten verursachen, etwa 7 Milliarden Franken pro Jahr. Besonders betroffen sind Frauen und junge Menschen. Die Belastungsfaktoren sind vielfältig. Neben genetischen und individuellen Faktoren spielt auch soziale Einflüsse eine grosse Rolle,
wie familiäre Strukturen, berufliche Herausforderungen oder gesellschaftliche Krisen. Gleichzeitig zeigt die Forschung, dass Schutzfaktoren wie Optimismus und soziale Unterstützung entscheidend sind, für die psychische Gesundheit zu fördern. Meine erste Frage geht gerade an dich, Tobias. Wie würden oder wie definieren junge Menschen oder dir auch als Zukunftsrat aus eurer Perspektive den Begriff kollektive Depression? Also wir würden kollektive Depression als gesellschaftliche Niederschlagenheit so betrachten und mit etwas, dass wir etwas nicht gross können, uns beteiligen, etwas zu verändern. Vor allem also jetzt noch jüngere als zum Beispiel jetzt ich, die nicht mehr abstimmen können. Zum Beispiel. Und das ist ja auch recht deprimierend. Ja. Dann geht meine nächste Frage an dich, Esther. Aus deiner Expertise heraus, aus klinischer Sicht, kann man denn tatsächlich von einer kollektiven Depression reden, die wir jetzt in der Gesellschaft erleben? Also wenn wir jetzt Diagnosekriterien würden anschauen, ganz eng gefasst, und sagen, ist es eine Krankheit oder nicht? Nein, kann man nicht sagen. Aber ich finde den Begriff gleich noch so gut, weil es hat zwei Aspekte drin. Das eine ist das Kollektive und das zeigt so ein bisschen die Ansteckung. Dass wir einander mit dieser Haltung anstecken können und dass wir auf die Ansteckungsgefahr Acht geben sollten. Das haben wir ja alle gelernt in der Pandemie. Und das Zweite ist eben die Lähmung, die du auch schon ein bisschen angetönt, Tobias. Oder das Gefühl, von, ich kann nichts machen, so eine Schockstarre. Und diese zwei Aspekte finden mich ganz relevant. Auch wenn man nicht von Diagnosen reden muss, sondern einfach von einer Stimmung, von einer Haltung. Das ist relevant. Merci. Leo, du greifst mit deinem Humor und deinen Texten genau vielleicht die Stimmung auf und probierst sie kritisch zu verarbeiten. Wie würdest du denn die kollektive Depression betiteln oder erklären? Also ich würde sagen, es hat teilweise viel mit einem Gefühl von Alternativlosigkeit zu tun. Also dass mir ein Gefühl rum ist, wir sind irgendwie gefangen in einem System und wir haben aber auch nicht wirklich eine Vision, wie es anders könnte sein. Und es fehlt uns ein bisschen an Fantasie. Und dort springe ich ein als jemand, der vom Theater kommt, weil Theater ist eigentlich Fantasie. Und was den Humor anbelangt, habe ich das Gefühl, dass wir uns viel schämen und viel das Gefühl haben, wir sind unzulänglich und wir haben sehr oft das Gefühl von Scheitern. Und was ich eigentlich probiere, ist mit sehr viel Selbsthumor eigentlich das Scheitern, so das enge Gefühl so ein bisschen auflockern und so auch in eine Handlungsfähigkeit kommen. Merci vielmals. Du hast jetzt schon Scham angesprochen. Wir werden später im zweiten Themenblock auf jeden Fall auf die Gründe zu sprechen kommen, warum es diese Stimmung, eben das Kollektiv auch gibt. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen darauf eingehen. Wir sind beim Generationentandem. Es geht um verschiedene Generationen. Studien haben belegt, dass jüngere Generationen häufiger unter psychischen Belastungen leiden als ältere. Gerade so Übergänge im Leben wie der Start ins Berufsleben erhöhen auch das Risiko für psychische Belastungen, insbesondere wenn das soziale Umfeld nicht unterstützend wirken kann. Und gerade auch Identitätsfindung gehört zum Jungsein. Das Ausmaß der Personen, die heute Angststörungen haben, geht über das hinaus. Jetzt möchte ich dich fragen, Esther, aus psychologischer Sicht, welche Generation ist stärker von Angststörungen betroffen? Und welche Rolle spielen da so die sozialen Faktoren? Also welche Altersgruppe mehr von Angst betroffen ist, kann ich gar nicht so sagen. Klar ist, Frauen haben mehr manifeste Angststörungen. Ich muss aber auch sagen, dass immer die Frage nach, welche Generation hat was, Generation Z, Generation Schneeflocken, geht mir langsam ein bisschen auf den Sack. Und zwar einfach auch, weil ich den Eindruck habe, dass das, was du vorhin gesagt hast, eben das soziale Einbettensein, das spielt. Und das, was gerade auch die junge Generation betrifft, das hat auch mit uns Eltern zu tun. Mit der Generation der Eltern, aber auch von der ganzen Gesellschaft. Und darum finde ich die Trennung nicht wirklich wegleitend, sondern ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir es als Gesamtes anschauen und wenn wir uns alle irgendwie betroffen fühlen und gerne mal bei uns selber her schauen. Das finde ich hilfreicher. Du hast jetzt eben schon vorher gesagt, dass es geht ja um etwas Kollektives. Wir sind auch als Kollektiv, als Gesellschaft dran und probieren, dort unterstützend zu wirken. Könnten denn da die Generationen auch einander helfen,
wenn wir eben von so einer kollektiven Depression reden? Unbedingt, oder? Statt dass wir einander irgendwie eins über einen Öko geben, im Sinne von, ihr könnt das nicht und wir können das nicht. Jede Generation hat ihre Eigenheiten, hat ihre eigenen Herausforderungen bewältigt. Die Eltern haben ein bisschen mehr Erfahrungen, die Jungen haben ein bisschen mehr Pfeuz. Und da könnte man zusammen arbeiten. Also ich finde, das ist essentiell und entsprechend auch euer Engagement grossartig. Merci vielmals. Tobias, du engagierst dich für einen jungen Verein. Wie seht ihr das? Also, du kommst aus der Generation Z. Wie siehst du das? Jetzt muss ich noch mal eine Rückfrage stellen. Was sehe ich? Entschuldigung. Also, das, was Esther angesprochen hat, eben, dass es nicht so eine klare Trennung geben soll zwischen den Generationen, sondern dass wir alle in dem gemeinsam sind und dass es vielleicht aus unterschiedlichen Gründen zwar Generationen betrifft, aber wir zusammen in dieser Stimmung stecken. Ja, doch, mal muss ich dir Esther auch recht geben, man sollte es nicht genau so trennen. Aber es ist halt schon so eine Tendenz, es ist halt auch steigend eben bei den Jugendlichen. Meistens merkt man auch, zum Beispiel haben wir ja noch das Thema Schamgefühl gehabt, oder eben zum Beispiel auch Angststörungen. Ist jetzt, wenn man älter wird, geht das ja auch langsam wieder ein bisschen zurück. Und vor allem viel bei jüngeren Leuten ist das sehr präsent. Also wirklich ab 18 bis 25 ist es fast am höchsten. Also auch Depression, wo es in dieses Erwachsenenalter geht. Und eben Schamgefühl zum Beispiel nimmt ja mit dem Alter auch ein bisschen wieder ab. Aber ich würde es sicher nicht klar strikt voneinander trennen. Aber vielleicht das jeweilige ein bisschen anders anschauen. Oder die meisten, wenn man älter ist, sieht man die Welt ja auch ein bisschen anders, als wenn man jünger ist. Lea, wie würdest du sagen, wie setzt sich dein Publikum zusammen? Und gibt es vielleicht auch Unterschiede, wie die Generationen auf deine Art und Weise mit solchen gesellschaftlichen Krisen umzugehen reagiert? Also, ich würde sagen, am meisten, ja, wobei, nein, also mit meiner freien Theater-Ding ist die Blase leider relativ klein, dass vor allem Leute, die demografisch ähnlich sind wie ich, das können schauen. Ich freue mich immer, wenn es mal Jüngere oder Ältere gibt. In der Kleinkunst oder in der Comedy habe ich sehr viel älteres Publikum, was auch immer eine Herausforderung ist, weil ich dann immer das Gefühl habe, wir müssen irgendwie so eine Brücke finden von unserer Realität zu der Realität des Publikums. Und das finde ich aber auch eine spannende Herausforderung. So. Wobei es dann eben dann kommen plötzlich 16-Jährige und finden es auch mega lustig. Also. Ich habe jetzt über das nachgedacht mit diesen Trennungen und ich bin eigentlich mehr so aufs Ding gekommen. Generationen sind das eine und es gibt ja aber auch so viele andere Sachen wie Klasse, wo ich das Gefühl habe, sind fast noch wichtigere Faktoren, die man vielleicht auch anschauen müsste, um zusammenzukommen. Esther, was kannst du uns darüber erzählen, welche sozioökonomische Faktoren machen da viel aus bei der unterschiedlichen Betroffenheit von Menschen von solchen psychischen Krankheiten. Gibt es da grosse Unterschiede? Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich über alles darüber sehe oder ich habe einfach meine Erfahrung. Es gibt natürlich Menschen aus herausgeforderten sozioökonomischen Schichten, wo wirklich zum Beispiel psychisch kranke Eltern haben oder einen älteren Teil verloren, wo wirklich aus schwierigen Verhältnissen kommen und entsprechend psychisch krank sind. Aber nicht nur. Wir haben auch viele Patienten im PZJD und immer noch, die aus sehr guten Verhältnissen kommen, aus fürsorglichem Elternhaus und trotzdem entstehen psychische Störungen. Also so die klare Trennung in tiefe Schichten ist schwieriger, gäbigere Schichten macht weniger Probleme, kann man so nicht machen. Das sind manchmal einfach andere Themen. Was würdest du sagen, was sind so im Moment so die aktuellen Themen, vielleicht, die das könnte verstärken könnten, dass es wie vielleicht vermehrt auftritt, so Krisen? Also ich glaube, die Umgebungsfaktoren haben sicher etwas damit zu tun, aber nicht nur. Sondern ich glaube auch so unser Selbstverständnis als Mensch. Wie gehe ich mit Belastungen um? Aus welchem Holz bin ich geschnitzt? Was traue ich mir selber zu? Wie stehe ich überhaupt dazu, dass es Schwierigkeiten und Belastungen gibt? Das spielt auch eine Rolle, nicht nur das, was rundum passiert.
Und das finde ich mindestens so wichtig. Insofern mindestens so wichtig, weil das mehr in unserer Reichweite liegt. Also, wenn wir dort etwas machen können. Und wenn wir dort irgendwie herbringen, gut, jetzt gehe ich schon, jetzt tue ich schon über den Zaun überfressen zu den Lösungen. Aber wenn wir es herbringen, dort etwas zu ändern, ich glaube, dann haben wir schnell viel Verbesserungen, die wir herbringen können. Ja, merci vielmals. Wir haben jetzt mal da einen kleinen Einblick gehabt, was so die kollektive Depression könnte bedeuten. Aber wir werden sicher näher bei den Gründen dem noch etwas tiefer auf die Spur gehen. Wir würden schon zum ersten Einzugsgespräch kommen, das uns hier durch den Abend führt. Das wird Tabea moderieren. Und zwar wäre das erste Gespräch mit dem Tobias Grütter. Er ist 22 und eben vom Zukunftsrat auf 24. Und ihr werdet ihn noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, Tobias, du bist Mitglied oder Teilnehmer von dem Zukunftsrat U24, das ist ein Projekt von Pro Futuris. Kannst du uns vielleicht mal schnell ein erzählen, was ist das eigentlich und was macht das Projekt so einzigartig? Also in erster Hinsicht ist der Zukunftsrat von der SGG oder von der UNESCO ins Leben gerufen worden und ist eigentlich ein Jungbürgerrat, also mit einem Losverfahren. Da hat man einfach mal per Zufall ausgelost einen Brief bekommen. Und der ist auch zu mir gekommen. Dann habe ich mal ausgefüllt. Und dann hat es dann eigentlich wie so einen Jungbürgerrat entstanden, aber mit bestimmten Faktoren. Also man musste zum Beispiel angeben, welche politische Lage das man hat, welches Thema das man sich interessiert. Das ist jetzt einfach sehr kurz zusammengefasst. Es ist relativ komplexer. Und dann schlussendlich hat man dann auch so gemacht, dass Teilnehmer, die dabei sind, möglichst gut auch die Schweiz als Volk so repräsentieren. Also von der politischen Lage, wie auch Schweizer oder Nicht-Schweizer Anteil, männlich, weiblich und so weiter. Das ist übrigens alles auch hier im Booklet hinterlegt. Also könnt ihr so selber nachschauen. Daraus hat es auch zwei Exemplare. Was hat denn Sie selber motiviert, mitzumachen? Ganz ehrlich, ich habe es einfach mal interessant gefunden. Also ich dachte zuerst, ich melde mich mal an, vielleicht wird es etwas. Ich habe es sehr spannend gefunden auch, und die Themenauswahl war schon sehr interessant. Also man hatte noch Umwelt, Migrations- und Ökologie war noch und noch weitere Themen. Aber man hat erst gewusst, wo man dabei ist, welches Thema genau gewählt wird. Und das war psychische Gesundheit mit 40% Anteil. Zu einem anderen Thema. Ja, und eben, also jetzt die grosse Zustimmung, aber auch was ihr jetzt schon auf dem Podium besprochen habt. Es gibt Handlungsbedarf, das scheint klar zu sein. Ihr habt euch jetzt vor allem mit diesen Handlungsempfehlungen auf die Frühprävention fokussiert. Kannst du vielleicht uns einen kleinen Überblick geben? Wo hat der Zukunftsrat das Gefühl, muss jetzt angesetzt werden, dass es auch gar nicht so weit muss kommen? Ja, also ein Punkt, Frühprävention ist ein Thema gewesen, wir hatten natürlich mehrere Themen gehabt, ganz viele. Aber Frühprävention war bei uns ein Thema gewesen, das war sehr präsent gewesen, weil wir ja sehr viele auch Vorträge gehabt, also unter anderem von der UNICEF und der Pro Health Schweiz. Wir haben sogar ein Heft bekommen mit ganz vielen Organisationen, die uns Infos gegeben haben. Und wir sind ja auch zum Entschluss gekommen, dass Frühprävention das ist, was am effektivsten wäre für unsere nachfolgenden Generationen. Es ist zwar eine kostspielige Investition, aber es wäre eigentlich die am meisten würde etwas bringen, damit man zum Beispiel psychische Probleme schon vorher erkennen kann und die auch dementsprechend behandeln kann. Jetzt ganz konkret, kannst du uns da ein, zwei Beispiele geben? Was haben ihr da so ausgeschafft für Vorschläge? Also Vorschläge selber arbeiten wir nicht ausarbeiten, weil das macht ja, oder wie muss ich die Frage verstehen? Genau. Wenn ich das Büchlein jetzt aufschlage, ja. Was stehen da für Handlungsempfehlungen drin? Was sind die wichtigsten, vielleicht auch deiner Meinung nach? Zur Prävention jetzt. Also wir haben, gut, haben wir ganz auf. Ich muss ganz kurz. Das ist eines, was dir am meisten am Herzen liegt. Bei mir ist Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung an Schule. Dann bin ich eigentlich schon am Anfang dorthin gegangen. Zumal ich vor einem halben Jahr ein Gespräch hatte mit einem alten Kollegen von mir.
Und ich sage, eigentlich wäre es noch wichtig, weil dann lernt man sich auch ein bisschen besser selber kennen und weiss so ein bisschen, wer bin ich oder wie kann ich zur Schule kommunizieren. Weil das Thema Kommunikation ist heutzutage auch mehr, ja, ich schreibe auf dem Handy, WhatsApp, anstatt dass ich mit den Menschen rede. Also nicht immer natürlich, aber ist halt vermehrt. Und ich finde das eigentlich ein sehr wichtiges Thema an der Schule. Ja. Es gibt mittlerweile auch in Biel, da gibt es glaube ich zwei Schulen, die das schon umsetzen. Und aktuell gibt es auch ein Projekt, aber das ist noch aus finanzieller Sicht ist noch nicht am Starten, wo sie es dann auch an mehreren Schulen umsetzen wollen. Und dann schauen, was passiert. Also wissenschaftlich schauen, wie es Veränderungen gibt mit Klassen, die das nicht haben, und mit Klassen, die das haben, als Schulfach. Du hast am Anfang gesagt, der Zukunftsrat hat auch die Schweizer Bevölkerung repräsentieren bezüglich unterschiedlicher Merkmale. Mhm. Da nehme ich an, da sind auch nicht immer alle gleicher Meinung gewesen. Was waren so die Punkte, die so den meisten Diskussionsstoff oder Bedarf hatten? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Das ist schon ein bisschen her. Sind das sie? Es hat da schon einige gegeben, aber wir haben ja etwa 90 Empfehlungen. Also schlussendlich, es hat schon sehr viel Diskussionsbedarf gegeben, aber ich könnte jetzt nicht ein genaues Beispiel sagen, wo es richtige Unstimmigkeiten gegeben hat, weil es ist eher so nach und nach herausgefiltert worden, wie wir die Handlungsempfehlung gestalten wollen. Also man hat mit Pünktli gearbeitet und Post-its, Verbesserungen, oder das finden wir gut, das finden wir nicht gut. Und nach dies nach sind gewisse Sachen ausgeschieden. Und andere Sachen sind auch verbessert worden. Dann hat man es wieder in Sechsergruppen angeschaut. Dann hat man es wieder einzeln angeschaut. Und ja, es sind extrem viele Empfehlungen gewesen. Darum kann ich nicht genau sagen, wo es eine grosse Diskussion gab. Es war mehr ein gemeinsames Zusammenarbeiten gewesen, aber mit verschiedenen Meinungen. Und es war natürlich noch in drei Sprachen, da war es natürlich auch nicht ganz so einfach. Manchmal, ja, auf Italienisch jetzt ein Feedback zu verstehen, wenn man Deutsch redet, ist nicht ganz einfach. Aber ja, es hat funktioniert. Jetzt im Januar von diesem Jahr sind die Handlungsempfehlungen präsentiert worden. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass sie jetzt teilweise auch oft auch angefragt werden, um in Gremien mitzuschwätzen oder für Vorträge eingeladen werden. Was hast du das Gefühl, wie weit geht es mit diesen Handlungsempfehlungen noch? Was könnt ihr da wirklich bewegen? Das ist eine gute Frage, weil wir selber nicht mal gewusst, dass wir so viel weit kommen, wie wir jetzt kommen. Wir haben auch nie gedacht, dass es wirklich so viel... Also wir haben bis auf Frankreich ist es gegangen, bis auf Belgien sogar. Das hätten wir nie gedacht. Wir haben es vor Zeit her auch gut bereicht. So wie ich es verstanden habe, dann hat das BAG am Anfang von diesem Jahr, wo wir eben die Handlungsempfehlungen rausgebracht haben, also das Booklet, haben sie schauen, was können wir in der Schweiz besser machen zur psychischen Gesundheit. Und dann ist das wie so reingeflogen gekommen. Und ich habe dann gefunden, ja, das ist gut, das ist etwas, wo wir damit anfangen und arbeiten können. Ja. Eine letzte Frage. Wenn es jetzt den Zukunftsrat im nächsten Jahr oder in zwei Jahren wieder wird geben, was würdest du über dem vielleicht im gleichen Alter wie du sagen, wieso soll die Person dort mitmachen? Wieso soll die Person dort mitmachen, dem Zukunftsrat? Also ich kann von mir aus sagen, ich würde es auf jeden Fall machen. Es ist eine coole Erfahrung. Man kann sich mit sehr vielen verschiedenen Meinungen austauschen. Und man hat einfach das Gefühl, man ist so eine Gemeinschaft und nicht so ein Einzelkämpfer. In dem Sinne, man hat wirklich so wie, man schafft als Team etwas, das man dann auch jemandem gibt. Und man das Gefühl hat, man kann damit etwas ändern. Genau. Und ich finde es ein sehr cooles Projekt und ich bin froh, dass ich dabei sein konnte. Danke vielmals. Danke dir. Merci vielmals, Tabea und Tobias, für das Gespräch. Wir gehen schon über zum zweiten Themenblock, liebes Publikum. Und zwar, wenn wir jetzt hinter die Gründe von dieser kollektiven Depression schauen und genau grübeln, was steckt dahinter, warum geht es uns als Gesellschaft nicht immer nur besser, sondern vielleicht auch mal schlechter. Wir leben in einer Zeit, wo scheinbar alles möglich ist, aber gleichzeitig auch viel Hoffnung auf eine bessere Zukunft verlieren.
Und jetzt wollen wir genau dort nachhaken. Was sind denn die spezifischen Auslöser für die kollektive Depression? Und wie stark wirken die einzelnen Auslöser auf die verschiedenen Generationen? Tobias, du hast jetzt vorhin schon ein bisschen erzählt von diesem Zukunftsrat. Du bist ja sicher auch viel im Austausch mit jungen Menschen. Was würdest du so sagen, was sind so die Gründe oder die Auslöser, die am meisten genannt werden von jungen Menschen, die zu Belastungen und psychischen Belastungen führen? Das ist ganz unterschiedlich. Also ein Teil ist Stress generell, also vor Schule oder wenn sie leer sind, halt im Arbeiten. Aber ein Großteil ist auch familiär, das Umfeld oder auch in der Schule. Also eigentlich ist alles ein bisschen vertreten. Ja, manchmal ist es der Mix von allem zusammen, was dann dazu führt, dass dann, je nachdem eben das psychische Problem dann halt verstärkt wird. Ja. Hast du dort das Gefühl, dass alle Leute gleichermaßen betroffen waren, die in diesem Alter waren? Oder ist es vielleicht eben schon auch gleiche Generationen fragt, dass es jetzt so gerade sehr viel ist, was zusammenkommt mit gesellschaftlichen Krisen und Berufsfeldern, die sich verändern und so? Oder ist das schon immer so gewesen? Ich würde nicht sagen, dass es. Also, ich sage so, es könnte sein, dass es schon vorher so ist. Man hat vielleicht früher nicht viel darüber geredet, sondern man hat es mehr verdrängt. Und jetzt tut man es mehr darüber reden und sagt, dass es einem nicht gut geht. Wenn man überlegt, man hat heutzutage immer noch Generationen, wo ja über psychische Probleme zu reden absolut so ein Tabuthema ist. Und die junge Generation, die wir jetzt haben, ist eher eine Generation, die offen darüber redet, miteinander, über solche Themen, eben, wenn man jetzt Depression hat oder Angststörung. Und das finde ich, ist so ein bisschen der Unterschied. Das ist ja auch eine Art von Widerspruch oder Widersprüche in verschiedenen Generationen. Leo Witcher, Widersprüche in der Gesellschaft sind ja oft ja Thema in deiner Arbeit. Wie verbindest du so Themen wie Offenheit versus Tabus oder auch irgendwie so, dass alles ist möglich, aber gleichzeitig Hoffnungslosigkeit vielleicht in deiner Arbeit? Also, dass alles ist möglich, ist ja nicht ganz einfach zu handeln. Also erstens, glaube ich, ist auch gar nicht immer alles möglich. Es scheint noch so. Und ich glaube, so die Gleichzeitigkeit von diesen vielen Optionen, ist einfach mega schwierig, um dann die eine auswählen und die andere sein lassen. Das ist ein Skill, den muss man lernen. Anhand von welchen Kriterien wähle ich aus, welchen Kampf ich jetzt kämpfe. So. Und sonst habe ich jetzt vorher das Gefühl gehabt, ich glaube, was auch noch vielleicht etwas Neues ist, was früher noch etwas anders war, ist, dass die Arbeit oder die Erwerbsarbeit so einen mega wichtigen Stellenwert hat, der aber auf mega vielen verschiedenen Ebenen irgendwie funktioniert. Also, dass wir Arbeit oder Erwerbsarbeit haben, um unser Geld zu verdienen, zum Überleben, aber es auch mega viel mit Sinn zu tun hat und mit für andere Leute etwas leisten und aber auch mit gesellschaftlichem Status und gesellschaftlicher Anerkennung. Und ich habe das Gefühl, wir haben einfach dort so einen rechten Fokus drauf, wo mega viele andere Sachen auch schwierig machen, um Zeit haben dafür. So. Ja, und jetzt gerade eben zum Beispiel bei jungen Menschen hat es ja sicher auch mit Identitätsfindung zu tun, wenn man wie herausfindet oder probiert herauszufinden, wo will ich da überhaupt her und so. Hast du dort vielleicht irgendeinen Tipp an die jungen Leute oder an die Älteren? Ich habe vorher noch gedacht, ich finde eigentlich die Generationenfrage schon noch lustig. Ich gehöre ja der Generation Y an. Wir sind also die Selbstmitleidigen, sagt man ja über uns. Wir uns immer noch uns selber drüllen und uns leid tun in unserer Existenz. Man kann auch mal ein bisschen Selbstmitleid haben. Das ist, glaube ich, okay. Was hätte ich für einen Tipp? Ich glaube, es ist mega gut, zu überlegen, was bedeutet Arbeit
für mich und nicht einfach so in das so blind in das hineinzufressen, von das ist jetzt, das kann jetzt alles erfüllen, sondern vielleicht auch ganz bewusst entscheiden, was, welche Aspekte oder welche Bedürfnisse möchte ich mit der Erwerbsarbeit erfüllen und wo, was kann ich auch außerhalb von der Erwerbsarbeit erleben. Merci vielmals. Arbeit und Arbeitszufriedenheit trägt natürlich auch zu psychischer Gesundheit bei. Was merkst du dort, Esther, bei Leuten, die zu dir kommen oder die du behandelst, was dort die Arbeit für eine Rolle spielt oder eben das, was jetzt die Lehrerin hat angesprochen? Also das, was du hast angesprochen, finde ich eben ganz spannend. Was du eigentlich angetönt hast, ist das Thema Erwartungen. Oder wir haben sehr, sehr hohe Erwartungen. Uns ist es jetzt ja eigentlich die letzten Jahrzehnte eben gut gegangen in der Schweiz. Oder? Und entweder eben, du hast es ein bisschen angetönt, entweder haben wir keine Probleme gehabt oder wir haben sie gut können verdrängen. Aber weitestgehend haben wir in Ordnung und Sicherheit und auch Wohlstand gelebt. Und ich glaube, entsprechend sind die Erwartungen auch gestiegen. Eben alles ist möglich, alles muss möglich sein. Und ich der Eindruck, dass wir als Gesellschaft so wie in einen Perfektionismus verfallen. Oder 100%, dort fangen wir mal an. Es dürfte aber gerne noch ein bisschen mehr sein. Und eben für, zu deiner Frage zu kommen, auch mit der beruflichen Entwicklung. Eben, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe einfach bügeln, für das ich überlebe, habe ich deutlich weniger Erwartung, aber damit auch weniger Last. Also wenn ich eben finde, es muss der Traumjob sein, ich muss mich immer super wohl fühlen, ich muss mich entfalten können, ich muss auch immer etwas ganz Besonderes sein. Oder was ist aus gewöhnlich geworden? Warum dürfen wir nicht auch mal einfach gewöhnlich sein? Stinkt normal. Es müsste immer etwas exorbitant sein. Und ich glaube, mit dem tun wir uns viel Last auflegen, die nicht wäre. Zusätzlich zu allem anderen, was es natürlich auch gibt. Oder die aberwitzige Beschleunigung, die wir haben. Die hohen Ansprüche, die Leistungsanforderungen, das sind äußere Faktoren. Aber es gibt eben auch innere. Ich würde jetzt aber behaupten, dass das auch ein systemisches Phänomen ist. Also, dass es nicht einfach wir sind, oh, wir sind definitiv so blöd, wir haben mega viele Erwartungen, warum sind wir so blöd, sondern dass, ich behaupte, dass es auch Leute gibt, die extrem davon profitieren, dass wir in dem Perfektionismus uns so bewegen und auch eben so schnell uns unzulänglich fühlen, weil das, also das kommt vielen Leuten auch extrem entgegen, dass wir dort drin so unfrei sind. Also das, ich finde es auch wichtig, dass wir das da nicht noch mehr uns selbst zerfleischen. Scheiße, ich bin jetzt so perfekt und darum eigentlich muss ich das ablegen und das ist alles nur meine Schuld. So. Ja. Völlig einig mit dir. Ich finde, die Page müssen wir dringend weglegen. Oder die bringt uns nichts. Aber es ist auch gefährlich, wenn wir sagen, die anderen. Oder klar, ich meine, wenn ich das Geschäft mache, ist mir ein unsicherer, suchender Mensch, der das Gefühl hat, durch Konsum kann er etwas gewinnen. Natürlich deutlich lieber als ein Selbstzufriedener, der eigentlich nichts mehr braucht. Kann ich nicht brauchen. Auf der anderen Seite sind wir alle auch Konsumenten und das System sind immer auch wieder ein bisschen mehr. Oder? Und ich finde, was gefährlich kann sein, gerade in heutiger Zeit, ist, wenn wir in eine Opferhaltung verfallen. Das, was du aber ansprichst, ist so der Selbstoptimierungswahn. Ich muss noch besser sein, ich muss es noch besser machen, ich muss noch bewusster sein. Eben, das ist Beitschen, das dient uns nicht. Aber ein gesunden, goldenen Mittelweg von Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung, ich glaube, das bringt es. Braucht auf jeden Fall beides, würde ich sagen, ja. Vielleicht könntest du uns da kurz als Einschub vielleicht so ein bisschen das Konzept von Selbstwirksamkeit noch ein bisschen erklären oder auch, was das für eine Auswirkung kann haben, wie man mit dem jetzt umgehen kann oder was auch der Grund ist, warum das es eben in die kollektive Depression geht. Selbstwirksamkeit, das tue ich am liebsten definieren als die Überzeugung von einem Menschen, auch schwierige und herausfordernde Situationen können aus eigener Kraft zu bewältigen. Und eben das aus eigener Kraft, das tönt schon ein bisschen an, dass das ernsthafte Arbeit könnte ausarten. Aber es hat viele Vorteile. Weil wenn ich selbstwirksam bin, dann weiss ich, egal was kommt, ich muss standhalten. Oder das heisst, ich bin nicht darauf angewiesen, dass wenn irgendetwas ist, dass ich, wenn ich mich hinterziehe, okay, dass mich jemand auffällt oder dass andere Leute mir alles aus dem Weg räumen, für das ich nicht belastet werde. Und entsprechend gibt es ein gutes Gefühl. Oder es gibt Selbstwert daraus, es gibt Belastbarkeit daraus. Und ich finde so das Wohlbefinden von mal, immer standhalten, komme was wolle, das ist durch nichts anderes zu ersetzen. Oder gerade in meiner klinischen Arbeit habe ich
eben häufig mit jungen Patienten zu tun, die sagen, ich möchte an meinem Selbstwert arbeiten. Und das ist so ein wichtiges Ziel. Aber das Fiese daran ist, dass Selbstwert kann man nicht quasi im Büro oder im Gesprächsraum generieren, sondern das passiert im Machen, im Tun, draussen, im Dreck. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Ich glaube, gerade so Projekte wie eben irgendein Zukunftsrat, also sich irgendwie zu engagieren, können ja auch ein Teil davon sein, wie man Selbstwert gewinnen kann oder wie man einen Platz gewinnen kann. Wie erlebst du das oder wie hast du das erlebt, Tobias, als Teil des Zukunftsrats? Ja, also aber eben Platz dort zu haben, ist sicher cool. Es ist schon etwas anderes, als wenn man sich einfach anmeldet und man ist dabei, sondern man wird eben ausgelost. Und das ist eben das Coole, was sie ausmacht, weil das ist so, ich hatte eher dabei dürfen sein. Mhm. Und das macht es halt schon ein bisschen anders. Aber man hat natürlich am Anfang nicht so recht gewusst, was einem erwartet, weil man es gar nicht kennt. Also ich für mich auch kann das so sagen, weil ich es nicht kennt, viele andere es auch nicht kennt. Und schlussendlich ist es etwas sehr Gutes geworden, ja. Hast du das Gefühl, dass so eine Mitwirkung dir vielleicht hat geholfen, auch gegen die Ohnmacht, die man vielleicht hat, oder auch die Opferrolle, die Esther angesprochen hat, gegen die anzukämpfen? Ja, also auf einem Weg. Muss ich kurz überlegen mit dieser Opferrolle. Ja, also auf einem Weg. Man hat einfach gemerkt, man kann etwas Cooles machen. Man hat gemerkt, das ist etwas, das nicht einfach gemacht wird und er wird es in eine Ecke geschossen. Es war ja wirklich etwas, wo man wirklich sagt, okay, das hat etwas Handfestes. Und das hat uns eigentlich alle auch, und das war auch sehr gut organisiert, muss man dazu erwähnen, und das hat uns auch sehr motiviert dazu. Dazu waren wir auch noch jedes Wochenende an einem anderen Ort gewesen, über einen längeren Zeitraum, und es hat sehr coole Freundschaften auch noch entwickelt. Genau. Und die Sprache haben auch einen gewissen Beitrag dazu geleistet. Lea, ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Du hast vorher noch angesprochen, dass es ja viel auch um die Widersprüche geht. Einerseits bekommt man irgendwie viel mit, aber man hat auch eine Scham, darüber zu reden, wenn es einem schlecht geht. Und eben, vielleicht geht es auch ganz wenig in die Opferrolle oder in das Selbstmitleid rein. Wie kann man denn irgendwie Scham und gleichzeitig Anerkennung von «Es geht jetzt vielleicht gerade weniger gut als auch schon» verbinden? Ja, da komme ich jetzt natürlich auf den Humor. Also wir müssen über uns selber lachen können. Und das probiere ich halt zu machen in meiner Arbeit, dass ich eigentlich versuche, wie so ein bisschen rauszuzoomen und eigentlich mich so von oben zu betrachten und so in meiner eigenen Gedankenspirale oder in meinen eigenen Problemen so eine grosszügige, liebevolle, das Lustige auch darin zu finden. Also die meisten Leben sind irgendwie absurd und die meisten Probleme sind absurd und unsere Gesellschaft ist sowieso absurd. Und, und da können, ich glaube, da hat's einfach, empfinde ich es als extrem wertvoll, um wirklich auch über das zu lachen. So, weil das einfach weil wir nehmen uns so oft so ernst und das hat dann eben das hat so die Strenge dann und die Enge und so. So Lachen hilft einfach zum beweglicher werden und Raum einnehmen. Und ich will natürlich nicht über andere lachen, aber ich kann über mich selber lachen. Oder? Und mit dem, wenn ich das im Theater mache, habe ich das Gefühl, es funktioniert, dass die Leute dann auch bei sich sich wiedererkennen und dann auch über sich lachen können. Und dann haben wir uns, und wenn es dann noch viele sind, die gleichzeitig lachen, dann haben sie sich alle schon miteinander verknüpft. Und das ist extrem wertvoll, so auch als kollektive Erfahrung, finde ich. Merci vielmals. Mit dem haben wir gerade schon ein bisschen vorgegriffen, dann auch auf einen dritten Themenblock, wo wir darüber reden, wie wir der kollektiven Depression noch entgegenwirken können. Jetzt möchte ich eigentlich schon wieder an Tabea übergeben für einen zweiten Gesprächsblock, und zwar mit der Esther Poschach. Und wünsche euch ganz viel Spass dabei, liebes Publikum. Ich
Ja, Esther, du bist leitende Ärztin im PZJD, am Psychischen Zentrum für junge Erwachsene in Thun. Was ist euer Ansatz in dem Zentrum und wer ist bei euch in Behandlung? Also es ist eigentlich ein bisschen etwas ziemlich Neues. Oder, weil ursprünglich war es mal so, bis 18 ist man ein Kind, also ist man Kinder- und Jugendpsychiatrie, und ab 18 ist man schlagartig erwachsen und wird in die Erwachsenenpsychiatrie geschoben. Und das wird natürlich der Realität in keiner Art und Weise gerecht. Sondern wir haben nicht gemerkt, es ist wichtig, dass wir wie eine Übergangsphase haben. Und dort ist eben auch die Transitionspsychiatrie entstanden, wo die 18- bis 25-Jährigen spezifisch unter sich sind und auch spezifische Therapieangebote haben, die für ihre Altersgruppe passt. Was sind denn, wieso braucht es dort ein eigenes Segment? Was sind denn die besonderen Herausforderungen, die man in der Kinderpsychiatrie, aber auch in der Erwachsenenpsychiatrie vielleicht nicht hat? Es, glaube ich, man kann nicht sagen, es gibt das, gibt es nicht und der gibt es nicht, sondern es ist ja einfach ein Übergang. Es ist ein langsamer Übergang, ein schrittweiser Übergang vom Kindsein, vom Abhängigsein, vom völlig auf andere geworfen sein, zum langsam selbstständig werden und die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und dort sind halt Themen wie, wie geht es mit mir beruflich weiter, wie sieht es aus mit meiner Wohnsituation, Partnerschlaf geschafft, sexuelle Identität, all das Werden, die Identitätsfindung, ist sehr, sehr viel mehr Thema in diesem Alter als mit 35 oder 50. Was ist deine Meinung? Welche Verantwortung hat die professionelle psychiatrische Hilfe jetzt gerade in diesen herausfordernden Zeiten? Ich finde, unsere Verantwortung ist, Angebote zu machen. Es ist, Unterstützung zu geben, Krücken zu sein, ein Gips zu sein, wenn das Bein im Moment nicht dreht. Aber unsere Verantwortung ist gleichermaßen auch wieder uns entbehrlich machen. Das klingt jetzt ein bisschen paradox. Wir wollen hier sein, aber wir wollen nicht für immer da sein. Und was meine ich damit? Ich meine, es ist wichtig, dass wir die jungen Leute in ihrer Autonomie stärken. Dass wir sie nicht abhängig machen von unseren Angeboten, dass wir sie nicht kränker machen, als sie sind, sondern dass wir sie ermächtigen. Und das heisst Ressourcenorientierung, das heisst Potenzial helfen entwickeln und eben auch den Glauben an sich selber und die Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren vor lauter Therapiemethoden und Guidelines und Medi- und Therapieverfahren. Wo kommt denn die klassische psychiatrische Behandlung an ihre Grenzen? Ja, also ich bin ein bisschen erklüpft, dass wir vereinzelt wirklich Menschen haben, die mit 18 in das PZJD kamen und schon sehr, sehr chronifiziert waren. Chronische Suizidalität, chronische Selbstverletzungen, der kommt nicht nur die Psychiatrie an eine Grenze, sondern ich glaube, wir als Gesellschaft an eine Grenze. Wenn junge Menschen nicht mehr leben oder keine Freude im Leben mehr finden, keine Ehrgeiz, keine Visionen, das hast du vorhin auch gesagt, dann haben wir ein grosses Problem. Und das betrifft uns natürlich auch, wenn wir das sehen. Oder wenn wir eben junge Menschen haben, die eigentlich keinen Sinn mehr in diesem Leben sehen. Das tut weh. Aber suchen wir da nach neuen Ansätzen? Oder tun wir neue Therapiemethoden? Ist man da auf der Suche oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich nehme ja nicht an, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt mit 18 so. Nein, das wäre nicht gut. Es ist nicht so, dass wir Therapiemethoden nicht hätten oder dass wir nicht wüssten, was machen, dass wir kein Angebot hätten, sondern wir müssen schauen, was braucht es, für das es greift. Und vielleicht müssen wir uns selber als Helfer nicht allzu wichtig nehmen. Ich frage mich manchmal, ob die Medizin in den letzten Jahrzehnten das ein bisschen übertrieben hat mit dem «Hey, kommen zu uns, kommen in jedem Fall zu uns, um ganz sicher zu sein, wir können schauen, machen es nicht allein». Oder ob wir selber mitschuldig sind, dass es eine gewisse Abhängigkeit nicht nur bei den jungen Menschen gibt, sondern bei allen Generationen, bei der ganzen Gesellschaft. Aber bei der jungen Generation habe ich das Gefühl, es ist wie eine Potenzierung. Oder wenn die ältere Generation schon betroffen ist, dann haben sie es ihren Kindern nicht anders lernen können. Und wenn die jungen Menschen das im ganzen Kontext der Gesellschaft, ihrer Schule, ihrer Lehre, bei der Peer Group nicht anders erleben, dann gibt es wirklich so eine Potenzierung und das ist toxisch.
Du hast jetzt unter anderem auch ein Sachbuch geschrieben, das heisst «Jenseits der Sprechstunde», wo du also ein bisschen die breitere Bevölkerung willst ansprechen. Und du hast auch im Vorgespräch schon angetönt, dass wir es auch ein bisschen verlernt haben, und vor allem auf dem Podium, mit Krisen umzugehen. Jetzt, wenn du auch so ein bisschen die breitere Bevölkerung anschaust und vielleicht auch auf das Sachbuch die beziehst, was sind denn so vielleicht 3 Tipps, was muss sich ändern in unserem alltäglichen Verhalten? Jetzt eben auch jenseits, wenn jemand gar nicht jetzt in psychologischer Behandlung ist oder so. Ich glaube, grundsätzlich ist die Frage immer wichtig, was hat es mit mir zu tun? Oder das ist so die richtig grosse Frage. Du hast es vorhin gebracht, Lea, das System. Was hat es mit dem System zu tun, mit äußeren Faktoren? Ich halte es sehr gerne mit den alten Stoikern. Was liegt in meiner Macht? Und nur das, was in meiner Macht liegt, ist eigentlich interessant. Da kann ich etwas machen. Und alles andere, dort sind die Stoiker relativ hart im Nehmen, sagen sie, ist gleichgültig. Alles, was außerhalb von meiner Macht liegt, ist gleichgültig. Ganz so hart muss man es nicht nehmen, aber sich immer fragen, was ist mein Anteil? Wie weit ist der Einflussbereich von meinen Armen? Was kann ich machen? Das finde ich zum Beispiel wichtig. Und nachher, was für mich auch ganz ein grosses Anliegen ist, ist zum Beispiel das Thema Gedankendisziplin. Oder wir haben so viele Gedanken. Man sagt, der Mensch denkt im Tag 60 bis 70'000 Gedanken. Das ist eine erkleckliche Menge, das holt einem fast um. Und da könnte man finden, hey, hands off, da muss ich mich nicht damit abgeben. Das ist ja wie ein Sack Flö. Es lohnt sich aber extrem, die Gedanken anzuschauen. Oder, weil die so eine wichtige Weichenfunktion haben zwischen dem, was aussen ist, und unsere Reaktion darauf, unserem Gefühl und unserem Verhalten. Und wenn wir dort das herbringen, einen Perspektivenwechsel zu machen, wenn wir es herbringen, einen anderen Weg zu gehen, in unserem Kopf, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Jetzt sind sie aber erst 2, so noch dritten. Yes, ma'am. Nein, und was mich täuscht, eines der grossen Probleme, die wir heute haben, und nicht nur die Jungen, wir alle, ist so die Neigung zur Vermeidung und zur Delegation. Immer wenn es schwierig wird, Rückwärtsgang einlegen, mich zurückziehen, ich kann mit dem unmöglich aussetzen, soll die anderen, soll doch die Fachleute, soll die Behörden, soll die Lehrer, soll wer auch immer. Und dort müssen wir uns auf die Finger schauen, weil ich glaube, das ist toxisch, das macht uns krank und macht uns schwach. Jetzt mit all diesen Problemen, mit diesen Krankheitsbildern, mit denen du täglich konfrontiert bist, das klingt irgendwie auf eine Art sehr bedrückend. Was sind die grössten Freuden auch an deiner Arbeit im PZJD? Junge Menschen haben einfach wirklich Pfupf. Meistens. Und das ist Fakt. Und was mich wirklich freut, ist, wenn junge Menschen einen Durchbruch machen. Oder wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt hat der oder sie es geschafft, den Karren aus dem Schlamm rauszudrücken und jetzt nimmt der Karren Fahrt auf. Schön finde ich auch, wie sie einander gegenseitig unterstützen. Oder der Wert der Gruppe. Wir hatten eine schwierige Situation auf der Station. Wirklich für alle schwierig, auch für uns als Team. Und die haben das so gut gemacht. Die sind zusammengestanden, die haben zueinander geschaut, die haben einander unterstützt. Da geht mir das Herz auf. Das ist super. Jetzt so, der ganze psychiatrische Teil ist ein Teil von deiner Arbeit. Du schreibst aber auch noch Krimis. Und da habe ich mich gefragt, also es sind mehrere Fragen, die mir da drauf sind, aber die eine ist, flüchtest du manchmal auch gerne in andere Welten und wird es dir zu viel da? Ich weiß nicht, ob das eine Flucht ist. Ich glaube, es ist eben ein Perspektivenwechsel. Oder gerade weil bei den meisten von meinen Krimis ist ja Cassandra Bergen ist die Hauptprotagonistin. Und das ist eine Psychiaterin. Und die erlaubt sich eben manchmal politisch unkorrekt zu sein, so ein bisschen emotional aufbrausend. Wirklich nicht so, wie man sich eine Psychiaterin vorstellt. Und das finde ich eben toll. Das hat etwas zu tun mit mal außerhalb der Box denken, sich getrauen, etwas anderes zu machen. Und das finde ich spannend. Und welche Parallelen hat auch deine Arbeit als Psychiaterin und das Schreiben von diesen Krimis? Beides hat mit Sprache zu tun, beides hat mit Geschichten zu tun. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich finde, es hat eine gegenseitig befruchtende Wirkung. Einerseits hätte ich nie die Krimis geschrieben, die ich geschrieben habe, ohne meinen beruflichen Hintergrund. Andererseits hat das Schreiben meine berufliche Arbeit verändert. Oder eben, indem ich den Wert von Geschichten viel grösser sehe, dass ich den Wert vom Schreiben als Werkzeug, als Prozess wichtiger finde. Aber auch, indem ich durch all die Auftritte, die ich hatte, insbesondere jetzt auch durch die Referate zum Sachbuch,
viel eine grössere Perspektive bekommen. Ich habe immer nur den Gesundheitskuchen gesehen. Aber je mehr ich jetzt rauskomme und mit anderen Berufsgruppen rede, merke ich, hey, das Problem geht viel weiter und es braucht viel mehr. Und das tut mir auch gut. Danke vielmals. Ja, merci vielmals für das spannende Gespräch. Wir haben hier einen wahnsinnig spannenden Einblick und drei sehr verschiedene und spannende Perspektiven auf das Thema kollektive Depression. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, was es da genau ist und was vielleicht auch die Gründe sind. Und sie ist, glaube ich, einig geworden, dass es schwammig ist zwischen den Generationen, dass man es nicht genau vielleicht trennen sollte, aber dass es ganz viele Auslöser gibt und viele Auslöser, die vielleicht gemeinsam sind. Ich möchte jetzt ein bisschen übergehen von dem, wir können irgendwie nichts machen und sie so ein bisschen fest in dem eben, oder die Verantwortung abschieben zu, was können wir denn machen? Und darum kommen wir jetzt zum dritten Themenblock und zwar jetzt machen wir etwas. Gerade für die junge Bevölkerung sind sicher entscheidende Präventionsmassnahmen sehr wichtig. Da haben wir schon vom Tobias etwas gehört zu den Handlungsempfehlungen. Zum Beispiel in Australien sind strikte politische Massnahmen durchgeführt worden für Altersbeschränkung von Social Media. Welche Rolle können so Verbote und Reglemente überhaupt spielen? Tobias, was hast du das Gefühl, welche Rolle hat bei diesem ganzen Thema psychische Gesundheit die Politik und welche Rolle haben so Verbote und Reglemente? Auf dem Weg haben sicher die ganzen Gesetze oder politischen Sachen sicher einen grossen Einfluss auf die psychische Gesundheit. Zum Beispiel jetzt auch, also das in Australien ist zum Beispiel auch positiv wie negativ. Man kann es anschauen, wie man es will. Als Konsument ist es vielleicht ein Schutz, als Produzent vielleicht nicht. Dort ist es vielleicht mehr so ein bisschen, ja, egal. Dorit, kannst du mir die Frage nochmal wiederholen? Jetzt habe ich irgendwie den Vater verloren. Also welche Rolle schreibst du der Politik zu oder eben schreibst du Verbot und Reglement zu oder sagst du eher, es ist vielleicht ein bisschen bei jedem einzu? Oder hat eben dort Politik und so Handlungsempfehlungen, haben die wirklich eine wichtige Rolle für dich? Also, es kommt halt darauf an, welche Handlungsempfehlung. Aber jetzt, wenn wir zurück zum Thema Social Media gehen, dort kann man es auf beide Wege anschauen. Also, wie individuell, wie auch vor Politik aus. Jetzt bei der Frühprävention finde ich eher, könnte dort die Politik, ja, nee, dort ist so ein bisschen beides, weil dort kommt es auch ein bisschen darauf an, wie es mit Familien ist. Also auch mit ein bisschen individuell, es ist ein Zusammenspiel von beidem, finde ich mal. Genau. Habt ihr zum Beispiel jetzt im Rahmen des Zukunftsrats euch auch spezifische Präventionsangebote überlegt? Oder hast du spezifische Ideen, was man für Präventionsangebote für Jugendliche könnte, auffahren könnte, für die mentale Gesundheit zu schützen? Tatsächlich haben wir selber keine individuellen Präventionsmassnahmen festgelegt. Wir haben lediglich die Handlungsempfehlungen unter anderem erstellt. Aber das ist dann der individuell für die anderen Akteure eigentlich ihre Aufgabe. Wir können das wie nicht festlegen, was genau gemacht wird. Das ist für uns eigentlich nicht, also ist nicht unsere Aufgabe, Anführungsstrichen. Es wäre einfach wie zu schwierig, wenn wir jetzt einfach hätten gesagt, ja, wir wollen es so machen oder so für die und die, wo wir ganz viele andere Leute hätten, die ja da bestens daraus kämen und da bessere Lösungsansätze hätten. Jemand, der sicher ganz gut rauskommt, ist Esther. Hast du uns vielleicht, oder kannst du uns erzählen, welche Massnahmen sind besonders effektiv, wenn es um Prävention geht bei jungen Menschen? Du hast eigentlich vorher etwas gesehen in die Richtung. Du hast gesagt, an den Schulen zum Beispiel also, quasi eine Bildung zum Thema psychische Gesundheit, wie funktioniert es. Das hat mich sehr wegleitend gedacht.
Weißt du, eben das überhaupt, wie funktioniert Menschsein? Weil das, eigentlich wäre das der Job von uns Eltern. Dass wir unseren Kindern beibringen, wie funktioniert Menschsein. Für das müssen wir es aber selber können. Und für das müssen wir uns mit uns selber auseinandergesetzt haben. Und das ist in Gottes Namen nicht immer der Fall. Es ist nicht immer möglich. Also ich glaube, dort wäre es kein Seich, ohne dass wir jetzt alles immer auf die Schuhe abschieben und die gehen sollten. Aber wenn wir dort wie ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von dem würden gewinnen, von Gesundheitsverhalten. Eben, wie geht Mensch sein? Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie gehe ich mit Kommunikation um? Mit anderen Menschen? Und dort eben der Aspekt soziale Medien. Welche Rolle haben die? Wie gehe ich mit dem um? Das ist ja auf eine Art wie ein Suchtmittel. Und dort wäre schon schön, wenn wir so ein bisschen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln könnten. Ich glaube, dort laufen wir hinterher nachher. Gerade was soziale Medien, digitale Medien angeht, schauen wir einfach ein gestoppert reinschauen und lassen die Jungen reinlaufen, lassen uns alle reinlaufen, ohne zu überlegen, was bedeutet das. Und wenn man bedenkt, dass vor 100 Jahren hat man Heroinzigaretten gegen Husten empfohlen oder die ganze Contergan-Affäre, muss man sich schon fragen, ob man in 10 Jahren sagen, was sind wir für Deppen gewesen. Ich glaube, könnte man schon etwas mehr rausholen. Ist das dort direkt die Verantwortung? Verantwortung bei der Politik oder wem seine Verantwortung ist, das jetzt zu bestimmen oder vielleicht auch eben so hart wie zum Beispiel jetzt Australien zu regulieren? Ja, aber Politik ist verantwortlich und wir sind verantwortlich, wer in der Politik hockt. Es kommt immer wieder auf uns zurück. Es ist so einfach, wenn wir sagen, die sollten endlich, Politiker sollten, Behörden sollten, Lehrer sollten. Ich finde, das ist gefährlich. Und dann hocken wir am Stammtisch und schlagen auf den Tisch und sagen, warum tun die nicht endlich? Aber es kommt ja von unten rauf. Der Volkswille, der Wunsch aus der Gesellschaft. Und dort ist jeder von uns zuständig. Ich finde es wichtig, dass jeder von uns sein Mosaiksteinchen der dazu tut. Zur Diskussion, zu den Fragen, die wir uns stellen könnten. Leo, du tust dein Mosaiksteinchen auch dazu mit deiner Arbeit. Bei deiner Arbeit ist auch der Humor sehr wichtig. Meinst du, man könnte Jugendliche gerade, eben, zum Beispiel, wenn es um Prävention geht, auch mit Humor zum Beispiel mehr erreichen? Ja, bestimmt. Die Generation Z hat schon auch noch Humor, oder? Doch, Mama. Manchmal fühle ich mich schon so boomermäßig und bin so, die Jungen haben gar keinen Humor mehr, die nehmen alles so ernst. Ich so, hey, ich bin ja auch noch nicht, eigentlich, ich bin ja gar kein Boomer. auf jeden Fall. Eben, aber ich mache ja nicht nur Humor, ich mache auch Fantasie. Und auch dort habe ich das Gefühl, also, auch wenn es vielleicht dann richtig Stammtisch geht, von Mann, ich hätte es gerne anders und wieso machen es die anderen nicht anders, würde ich trotzdem dafür plädieren, dass wir lernen, auch Fantasie zu entwickeln, die nicht nur ist, was kann ich machen, sondern wie hätte ich es eigentlich gern und was hätte ich eigentlich gern, wie es existiert oder was andere machen. Weil ich glaube, dass wie hätte ich es gern, ist oft der erste Schritt, um nachher überhaupt Handlungsoptionen zu finden. Und wenn wir das nicht haben, dann wissen wir gar nicht, was machen. So, und darum würde ich dir ein Stück weit widersprechen und sagen, es braucht auf jeden Fall auch zu sagen, ich möchte es aber anders haben, und zwar so. Und dann sich aber getrauen, um das Bild auch wirklich zu malen und auch reinlaufen. Und auch mit so viel Selbstmord reinlaufen und sagen, ich male jetzt das Bild. Und dann kommen natürlich sofort tausend Argumente, warum das nicht möglich ist und warum das nicht richtig ist und so. Und das muss man halt aushalten, ja. Ja, wir gehören näher im... Ganz kurz, du widersprichst mir überhaupt nicht. Im Gegenteil, du sprichst mir aus dem Herzen. Ja. Oder wo ich genau das Visionen habe und sich das ausmalen und das Träumen, das finde ich essentiell. Wenn wir das nicht können, wissen wir nicht, wo wir her wollen. Also voll deiner Meinung. Cool. Ja, wir gehören auf jeden Fall dann noch etwas mehr in deinem Einzugsgespräch zu den Care Cities und so. Ich bin sehr gespannt drauf. Jetzt für noch ganz kurz so ein beim Politischen zu bleiben. Also ich kenne das Gefühl auch von, die sollten doch mal und so. Hast du dort auch ein bisschen das Gefühl, dass eben die Politik und vielleicht die Leute, die jetzt
einen Handlungsspielraum wie hey, dort, wo wir herstehen müssen und eben anerkennen, dass zum Beispiel Prävention ein Thema ist, wo man wirklich muss Verbot und Regulierungen schaffen muss? Oder ist es dort mehr? Also ich finde, es ist auf jeden Fall die Aufgabe von der Politik, um Ressourcen freischaufeln und für Ressourcen zur Verfügung zu stellen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, um sich dem Thema psychische Gesundheit zu widmen. Also sagt das, also ich weiß nicht, aber ich finde, es ist mega viel schwieriger geworden, um Psychotherapie zu finden als früher. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und eben, es fehlt mir an Zeit, weil ich irgendwie entweder mich um mein Kind kümmere oder irgendwie erwerbstätig bin, fehlt mir es persönlich an Zeit, um irgendwie meine Selbstreflexion zu machen und mich selber irgendwie zu regulieren, weil ich so viel irgendwie mit externen Sachen beschäftigt bin. Und das finde ich, das sind systemische Ressourcenfragen, die einfach fehlen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall die Aufgabe von der Politik, zu sagen, wie können wir unserer Bevölkerung Ressourcen zur Verfügung stellen, welche machen Sinn, und aber wie können wir auch einfach generell Zeit, Geld, Skills, Vermittlung einfach dem einen grösseren Stellenwert geben. Und das ist eine politische Frage, finde ich. Tobias, hast du da irgendwie vielleicht gerade Ideen, wie man das könnte, eben die Ressourcen vielleicht umverteilen oder dort ansetzen bei diesem politischen Spielraum? Ja, und eben, also eben das Thema Frühprävention ist ein schwieriges Thema. Also es ist relativ komplex von den Faktoren, die dazu halt auch eine Rolle spielen. Aber wie du gesagt hast, es gibt weniger, also man hat viel längere Wartezeiten, zum Beispiel Platz bekommen in der Psychiatrie. Das ist auch daran, dass es so viel weniger Leute gibt, die diesen Beruf ausüben. Oder? Und das ist auch wie, ich glaube, du lernst genau gleich lang wie zum Beispiel Chirurg, aber verdienst zum Beispiel viel weniger. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, es gibt halt auch immer viel mehr Fälle, wo dann halt eben eine höhere, also stärkere, ein schwererer Fall sind von der psychischen Belastung, in dem Sinne, wo die Plätze dann halt auch nicht mehr frei oder halt eine längere Zeit, einen längeren Raum, längere Wartezeit hat, dass man dann eben den Platz bekommt. Oder? Es ist so, wenn der Härtegrad sehr hoch ist, dann bekommt man schneller einen Platz, als wenn man so in der Mitte ist, zwischen es könnte noch schlimmer werden oder es ist noch nicht so schlimm. Und dort ist der meiste, eben, dort sind die meisten, die dort am längsten warten. Eigentlich. So wie wir es dann statistisch sehen. Wieso zeigt sie? Sorry, ich habe jetzt so durch eine andere Taste überlegt. Merci vielmals. Bevor wir zum nächsten Gesprächsblock übergehen, wir haben jetzt hier so ein bisschen das politische angerissen. Das ist natürlich ein riesen Thema. Und darum möchte ich näher noch etwas mehr auch noch auf, was wir direkt machen können, ohne dass wir müssen warten und hässig sein, warum das die anderen nicht machen, sondern was können wir als Gesellschaft, was können wir als Gemeinschaft machen. Aber vorher möchte ich das Wort nochmal an Tabea übergeben. Und zwar haben wir noch das letzte Gespräch von uns und freuen uns sehr darauf, noch etwas mehr von Leo Witcher zu hören. Merci vielmals. Ja, Lea, du hast ganz verschiedene Projekte in dem Kunst- und Kulturbereich. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, Theater und auch vor auf dem Podium ist eine Art Community Care. Hast du, oder wie hat sich die Community Care vielleicht auch in den letzten Jahren, jetzt gerade auch, wenn man so ein bisschen die gesellschaftlichen Entwicklungen in Betracht zieht, verändert? Hast du das Gefühl, man merkt die Entwicklungen auch in der Kulturszene? Also, wir kämpfen immer um Leute, die ins Theater gehen. Es gibt viel Konkurrenz. Es ist gemütlich zu Hause. Und es ist schwierig, um die Leute ins Theater zu bringen. Und es ist aber trotz, ich glaube, egal wie gut Netflix wird, es wird auch nie aussterben. So, weil es gibt es schon mega lang. Und es hat schon immer eine mega wichtige Funktion gehabt. Und das wird auch immer so bleiben. Aber ja, ich führe so viele Gespräche darüber, so,
aha, warum kommen nicht mehr Leute ins Theater? Wir müssen noch mehr Social Media Posts machen, um noch mehr Leute ins Theater zu holen. Komme ich gebe noch mal 100 Franken aus, um noch Werbung zu schalten, damit mehr Leute ins Theater kommen. Manchmal nimmt es dann ein bisschen absurde Dimensionen an. Du bezeichnest deine Arbeit ja fest als politisch. Welche Möglichkeiten hast du als Kulturschaffende, die du als Politikerin nicht hättest, um dich eigentlich politisch zu engagieren? Ja, ich habe natürlich ein Stück weit Narrenfreiheit. Also ich kann Sachen sagen, die PolitikerInnen so jetzt nicht einfach sagen können, weil sie reden ja auch nicht nur von sich, sondern sie haben immer eine Verantwortung für ihre Partei oder für ihre Kampagne oder so. Und dann kann ich natürlich einfach auch ganz bewusst in die Fettnäpfchen stehen und reinlaufen und mich so ein Stück weit auch in einem sehr sicheren Rahmen, nämlich im Rahmen der Fiktion, auch exponieren. Gibt es aber auch Grenzen, die du dir setzt in deiner Kunst? Oder du sagst, bis dahin aber nicht weiter? Ja, also ich habe ein Solo gemacht vor meinem Care City-Projekt über Mutterschaft, wo ich über meine erste Schwangerschaft und Geburt geschwätzt habe und auch sehr persönlich und offen auch von der schwierigen Seite erzählt habe. Und ich hätte jetzt das zum Beispiel jetzt wieder spielen können. Und ich habe dann so gemerkt, nein, jetzt, als ich wieder schwanger bin, möchte ich das nicht spielen. Das ist jetzt, das geht jetzt zu weit. Das ist mir zu intim, ja. Und gegenüber anderen Leuten? Also jetzt, dass Reaktionen gekommen sind, dass sich Leute irgendwie betupft gefühlt haben oder so. Wie fest musst du mit so Rückmeldungen die vielleicht auch umschlagen? Ja, ich habe immer wieder ältere Herren, die das nicht so ganz verstehen. Oder ich habe auch, mein letztes Projekt ist um Care-Arbeit gegangen und ich habe auch schon Leute gehabt, ältere Herren, mein Vater, die dann wie gefunden hat, ich fühle mich irgendwie nicht vertreten in diesem Raum. Oder es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, der Abend ist gar nicht für mich. Und dann muss ich sagen, ja, so fühlen wir uns auch mega, mega oft. Und jetzt fühlst du dich mal so. Also, aber ja, ich bin nicht so genug berühmt, um so Hater zu haben. Von dem her, sie hatet vielleicht noch jemand anders, aber nicht dort, wo ich es sehe. Und was funktioniert besonders gut, dass bei diesen Leuten aber gleich so ein bisschen der Schalter umgeklickt wird und sie sich anfangen zu hinterfragen? Was machst du da für Erfahrungen? Ja, es ist immer gut, das Wechselbad ist immer gut. Also das Einladen und das Verführen und dann wieder die Pust in die Fresse, dass man eigentlich so, wie so nie im sicheren Wasser ist, sondern immer wieder so umgekehrt, das funktioniert gut, um die Leute ein wach zu halten und eben auch ein bisschen durchlässiger zu machen. Ja. Jetzt möchte ich gerne auf das Rechercheprojekt Care Cities zu sprechen kommen. Was ist das genau? Also das ist aus dem Solo über Mutterschaft, wo ich eben probiert habe, mein Gefühl von ich scheitere als Mutter eben mehr auf einer gesellschaftlichen oder politischen Ebene zu betrachten und eben auch zu sagen, es ist auch einfach irgendwie auch mega schwer machbar, wenn man alleine daheim ist, ohne Unterstützung, weder vom Netzwerk, weder von der Nachbarschaft noch vom Partner, weil der muss arbeiten. Und das geht irgendwie einfach, also es ist wirklich einfach mega schwierig, je nach Baby. Und ich habe dann im Stück so eine Vision erschaffen von einer Care City, eben von einem Ort, wo Care-Arbeit so den höchsten Stellenwert hat. Also, dass eine Mutter zum Beispiel die Anerkennung bekommen würde, die sonst ein CEO bekommen würde. So, also es ist eigentlich wie einmal so ein bisschen umgetrüllt. Und das habe ich wie so einmal kurz angerissen in diesem Stück und habe nachher als Folgeprojekt gefunden, okay, es interessiert mich eigentlich, ich möchte die Idee von dieser Stadt noch weiter verfolgen. Und habe dann mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus spezifischen Care-Bereichen Interviews geführt und haben ihren Alltag angeschaut. Und wir haben zusammen überlegt, okay, wenn es in deiner Stadt jetzt eine Care-Revolution gegeben hat und es jetzt eine Care-City ist, wie wäre dein Alltag anders? Und die Geschichte habe ich aufgeschrieben. Was sind da für Bilder entstanden, wo die Leute gerne hineingelaufen wären?
Also es geht sehr viel darum, um mehr Zeit zu haben. Und um sich mehr Zeit zu nehmen, ich habe auch mit einer Pflegefachperson geredet, die einfach gefunden hat, es braucht einfach viel mehr Zeit mit den Patienten und Patientinnen, um meinen Job richtig machen und um auch dieser Komplexität gerecht zu werden. Ich habe aber auch mit einer Sexarbeiterin gesprochen, weil ich habe Sexarbeit auch als Care an. Ich schaue das auch als Care an. Und dort ist es viel auch einfach um die Anerkennung gegangen und um die Entstigmatisierung von diesem Beruf. Und zum Beispiel in dieser Geschichte hat die Stadtpräsidentin einer, der wieder heimgegangen ist nach Rumänien, wie so einen Dankesbrief geschrieben. Er sagt, danke vielmals für alles, was du für die Leute von meiner Stadt gemacht hast. Und es tut uns sehr leid, dass du jetzt wieder musst gehen musst. So Sachen, so Spielereien. Ja. Ja, es sind Spielereien, es braucht Fantasie, um so mit ganz anderen Maßstäben zu denken. Du hast auch schon gesagt, eben, den Leuten fehlt es, oder uns, wir haben mehr verlernt zu träumen vielleicht auch. Wie schaffen wir es, wieder mehr Fantasie zu haben? Braucht es neue Wörter, braucht es neue Bilder? Was für Ansätze hast du da? Also ich könnte meine Geschichten lesen, sie sind alle im Internet. Und dann selber reinschreiben, über euch. Und ich glaube, ein bisschen der Trick daran ist, zum sich getrauen, um nicht alles schon von Anfang an richtig machen, sondern einfach mal eine Setzung machen und einfach mal etwas behaupten und dann so ein bisschen auf sich wirken lassen und dann vielleicht einmal jemanden fragen, was meinst du, wäre das auch in deinem Sinn oder nicht, und dann kommt sicher ganz viel Kritik und dann ist das aber auch so ein Muskel, den man trainieren kann, zum gleich der Wunsch oder das Bedürfnis irgendwie stehen lassen können, auch wenn es nicht perfekt ist. So, und dort auch eben sagen, okay, und jetzt tun wir das auch noch dazu und jetzt bauen wir da ein bisschen die Welt und dann zerstören wir sie vielleicht auch wieder und bauen wieder neu. Ja. Also auch wieder ein bisschen eine gesunde Fehlerkultur aufbauen vielleicht auch? Ja, unbedingt, ja. Was gibt dir selber eigentlich das kulturelle Engagement, das du machst? Also eben bei mir ist es eigentlich aus einer persönlichen Not aus entstanden, dass ich mich wirklich so fest als Versägerin gefühlt habe in diesem Motherhood-Zeugs. Und es war für mich auch wichtig, um das irgendwie von mir wegzunehmen und irgendwie gesellschaftlich betrachten, weil das hat mir eigentlich meinen Selbstwert gegeben. So. Und was ich auch probiere als Praxis zu nutzen, wo wir wieder in der Absurdität sind. Ich probiere immer, mir vorzustellen, okay, ich bin eine Bewohnerin von so einer Care City. Ich habe mir also einen Namen gegeben, Blair the Octobear. Ich bin irgendwie Ambassador von Care City. Und ich laufe dann so um und ich komme so da an und ich schaue so das, unsere Welt an und schaue aber aus der Brille, also ist der Perspektivenwechsel von der Esther, ich schaue aus der Brille von so einer Bürgerin, von so einer Stadt. Und dann sehe ich das und es ist einfach irgendwie es ist wieder absurd. Und es ist aber nicht in mir inne, sondern es ist außen. Und die Brille hilft mir. Und dann muss ich aufpassen, dass es nicht, dass ich eben trotzdem wieder Verantwortung übernehme. Aber ja. Ja, dann jetzt gerade die Novelle als letzte Frage. So ein bisschen, wenn man die Instrumente hat, von so viel Fantasie, vielleicht auch eben die Möglichkeit, auch mit dem Humor zu arbeiten, falls ja da manchmal auch schwer die Welt noch ernst zu nehmen. Ich bin eigentlich so im Leben auch ein recht ernster Mensch. Also, ich traue eben viel oder ich habe viel Selbstmitleid. Oder eben gesund ist dann eher so das Morning, also so das Trauern. Also ich glaube, ich kann die Welt schon ernst nehmen. Ich finde, das andere ist eher die Arbeit. Ja. Als Abschlussfrage. Ja. Du hast gesagt, der Theater fällt oft an Leute. Vielleicht, wenn du uns noch so etwas kannst, mit auf den Weg geben kannst, wieso sollen die Leute wieder mega Theaterbesuch machen? Hey, es ist einfach, man schlägt so viele Flüge mit einer Klappe. Also, man kann sich schön anlegen. Man sieht andere Leute, du kannst neue Kontakte knüpfen, du hast das kollektive Erlebnis von zusammen lachen, zusammen brüllen. Du lernst etwas, du hast neue Input. Du kannst die Welt reflektieren.
du kannst Kulturschaffende unterstützen. Also ja, es ist einfach, es ist ein recht dichtes Programm an guten Sachen, wo du eigentlich mit 2 Stunden kannst du dann abhaken. Danke. Ja, merci vielmals für das spannende Gespräch. Wir wollen zum Schluss von diesem Podium noch ein bisschen ein optimistisches Bild zeichnen und schauen, eben, wie wir mit dieser gesellschaftlichen Krise umgehen können, aber als Gemeinschaft und als Gesellschaft. Wie können wir zusammen Räume schaffen, die Selbstwirksamkeit und Engagement fördern? Wie finden wir so einen Garten, wo wir uns alle entfalten können und alle etwas zur Gesellschaft beitragen? Oder eben wie in der Utopie, in so Care Cities. Es gibt Beispiele, die Hoffnung geben. Es müssen nicht mal nur Fantasien sein. Zum Beispiel die Initiative «Vice Service Citoyen» fördert auch bürgerschaftliches Engagement. Und eben neue Lebensformen oder Konzepte können uns inspirieren. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen zu dir, Lea. Was würdest du dir jetzt konkret wünschen von einer Gesellschaft, wie sie ganz vielleicht niederschwellig kann Sachen verändern kann, die uns Hoffnung geben können, die uns vielleicht in diesen schweren Zeiten auch ein bisschen, ja, leichter fallen lassen? Also jetzt etwas einfach Umsetzbares? Ja. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Wie wähle ich eine aus? Ich glaube, das, was du angesprochen hast, eigentlich so, sich die positiven Beispiele auch anzuschauen und die auch sichtbar machen, ist mega viel wert. Weil es gibt eigentlich mega viel Zeugs. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich hatte an diesen Lesungen dann auch immer noch so Gespräche gehabt, die Leute haben mir immer so coole Sachen erzählt. So in Marseille haben sie irgendwie einen McDonald's umgebaut und jetzt kochen sie dort so für die Bevölkerung. Oder so, es gibt jetzt so Bänkli, wo dann nachher Leute so Peer-to-Peer-Gespräche führen. Also es gibt unglaublich viel Zeugs. Und ich glaube, das einfach immer wieder streuen und sehen, was es alles gibt, wäre sicher schon mal mega viel wert. Und ja, ich fände es cool, wenn es noch mehr Freitage gäbe, wo wir uns versammeln in GZs. Jung und alt. Das ist jetzt ganz persönlich, dass es so Tage gibt, die einfach für das Nachbarschaftliche und für das Community explizit da sind, zum Community Care machen. So, und ältere Zeit. So Community Care steht so ein bisschen vielleicht in einem gewissen Gegensatz zu einem Rückzug, den vielleicht auch viele Leute in solchen Zeiten machen, vielleicht gerade besonders junge Leute. Es gibt so eine Art von gesunden Rückzug oder sollten wir immer darauf schauen, dass wir als Gesellschaft mehr zusammen agieren können? Selbstverständlich gibt es eine gesunde Rückzugsmöglichkeit oder eine gesunde Art von Ablenkung. Die Frage ist nicht ob, sondern einfach wie viel. Oder wenn es eine Notvariante ist oder eine Ausnahme, ist das super. Wenn es aber zum Standard wird, dann wird es gefährlich. Also dort darf man schon unterscheiden. Und hast du das Gefühl, dass dort eben so Gemeinschaftsprojekte ein Ansatz sein können, auch für eine gewisse Prävention von eben psychischen Belastungen? Absolut. Oder Sachen, wie die ihr macht, finde ich, es ist sehr, sehr präventiv und sehr wertvoll. Und das ist dann auch etwas, wenn man das sieht, was ihr macht, was du machst, das gibt Hoffnung. Dann merkst du, hey, es sind andere auch dran. Da läuft etwas. Oder unser Verstand bewertet das Negative mehr, der sieht das mehr, bleibt es auf. Und das Negative ist häufig einfach auch wahr, aber nicht nur. Und es gibt so viel Gutes und das ist auch wahr. Und wenn wir unseren Blick auf das wenden können, das ist sehr viel mehr hilfreich für uns. Tobias, hast du das Gefühl, wie wichtig ist es auch für junge Leute, dass sie das Engagement irgendwie auch bringen können oder sich einbringen können in genau so gesellschaftliche oder generationenübergreifende Projekte? Also ich finde es auch sehr wichtig, dass wir uns auch integrieren können.
der Gesellschaft und von jung auf, weil wir einfach von, also klar, von Anfang an wird uns gesagt, wie die Gesellschaft funktioniert und wie wir uns so angepasst haben. Aber es wäre ja gleich auch, also ich finde es so wichtig, dass wir uns natürlich auch mit einbringen können und sagen, was wir können, was, wie wir es sehen, was wir können besser machen zum Beispiel auch, was man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Und diesen Austausch finde ich wichtig. Leo, du hast ja ganz viel Fantasie und viele Ideen, die vielleicht eben aus einer Not aus sind entstanden, wie du es vorher im Gespräch hast erzählt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, eben viele Leute in der Gesellschaft stecken ja vielleicht auch in einer gewissen Not. Wie könnte man sie vielleicht dazu animieren, das als Weg, der vielleicht würde helfen, daraus heraus auch Kreativität oder eben so Utopien zu wählen? Also, gehen ins Theater. ja, oder eben, also, ich komme immer wieder zu dir, Esther. Du schreibst auch Geschichten. Also ich finde, so das Aufschreiben, das finde ich auch, das ist mega etwas Machtvolles. Also, zum mal ansitzen und meine eigene Geschichte aufschreiben oder umschreiben oder so, das ist, ich glaube, also, das braucht ja nichts. Wir brauchen nur einen Stift und ein Papier und wir können die ganze Welt erfinden auf Stift und Papier so, und unsere eigenen Regeln schaffen. Und ich habe das Gefühl, es gibt sicher noch tausend Arten, eben Austausch und dann, aber auch einfach so bei sich selber mal überlegen, was für Geschichten gibt es eigentlich, wo sind oder nicht, und was für Narrativ ist eigentlich sehr niederschwellig. Esther, ich möchte jetzt noch fragen, im Rahmen von diesen gesellschaftlichen Projekten oder vielleicht auch Orten, wo wir zusammenkommen, wie wichtig ist für die psychische Gesundheit, aber auch für, eben, für vielleicht ein Teil für Prävention, so die Verbundenheit? Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren. Und eben die analoge Verbundenheit. Ich weiss nicht, inwiefern dass die digitale Verbundenheit das auch herbringt. Das hat ihren Wert. Und ich glaube, die digitale Welt bietet uns Chancen. Aber wenn wir glauben, dass wir alles auf diese Ebene nehmen können, dass das reicht, ich glaube, dann gehen wir fehl. Und gerade was Kommunikation, soziale Fähigkeit angeht, dann ist der richtige Mensch als Gegenüber, glaube ich, einfach immer noch weit überlegen, auch unserer Herzensbildung und unserer inneren Entwicklung. Tobias, was würdest du da dazu sagen? Ist das auch aus der Sicht von jemandem wirklich Jungem auch so, dass wie... Entschuldigung. Nein, von Generation Z ist das auch so, dass die analoge Beziehung muss überwiegen, oder nicht? Also ich muss da Esther meiner Meinung noch zustimmen. Also ich finde auch, die analoge Seite hat gewichtet deutlich mehr als die digitale. Weil es ist, zum Beispiel merkt man auch, wenn man ein Online-Meeting hat oder ein Meeting mit Personen im Raum, ist es schon ein ganz anderes Gefühl, dass man etwas zusammen erarbeitet, als wenn man einfach einander nur auf dem Bildschirm sieht. Darum finde ich es analog schon sehr wichtig. Ja, wir kommen langsam schon zum Schluss, liebes Publikum. Bevor wir zur Schlussrunde gehen, möchte ich euch noch fragen, wenn ihr jetzt eben so eure Fantasie könnt walten und irgendwie an ein besseres kollektives Miteinander denken und vielleicht auch an einen Lösungsansatz, wie wir die kollektive psychische Gesundheit ein bisschen verbessern können. Was wäre so die erste Utopie, die erste Idee, die ihr gerne würdet umsetzen? Lea, vielleicht kannst du gerade anfangen. Jetzt habe ich davon verloren. Kannst du es nochmal sagen? Was wäre so die erste utopische Ansatz, den du würdest gerne können umsetzen, egal wie, wo irgendwie in diesem Kollektiv könnte die psychische Gesundheit ein bisschen verbessern? Ich würde Care-Arbeit zahlen. Also jede Form von Care-Arbeit? Ja, also die unzahlte würde ich als erste Massnahme zahlen. Tobias, was wäre es bei dir? Ich wäre weise zwischen zwei Sachen. Aber ein Aspekt, den ich vielleicht noch nie erwähnt habe, aber auch sehr wichtig ist, ist die Datenerfassung von der psychischen Gesundheit, also eben von den Verhaltensmustern etc. Aber dort gibt es ja auch noch gewisse Lücken. Aber es ist sehr
aufwendig und sehr teuer. Aber machbar. Esther, bei dir, was wär's? Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft bewusst und gezielt an einer Gesprächskultur arbeiten und dass das Thema wird. Erstens, was führe ich für Gespräche mit mir selber? Mit welchem Tonfall, mit welcher Färbung, aber auch Gespräche miteinander? Oder welche Geschichten erzählen wir uns gegenseitig über uns selber, über die Welt und über die Zukunft? Und dass wirklich, dass wir das Bewusstsein für das hätten und das nicht einfach nur automatisch macht. Das macht, glaube ich, viel aus. Merci vielmals. Ich glaube, wir haben auch schön das Bild anfangen zu zeichnen. Ihr dürft es gerne später noch ein bisschen weiter walten. Jetzt möchte ich schon zu meiner Schlussfrage kommen und den Bogen ein bisschen spannen zum Anfang. Ja, wie ist jetzt euer Weltschmerz nach diesem Gespräch, Tobias? Ja, also, ich weiß nicht, es ist immer noch so beim gleichen Rahmen. Von dem her, äußere Einflüsse hat es jetzt nicht viele gehabt. Wir sind jetzt hier in diesem Raum gewesen, von dem her. Ja, also mir geht es immer noch gut. Ja. Merci, Lea, wie ist es bei dir? Also ich habe eine recht gute Laune und freue mich, dass ihr alle euch die Zeit genommen habt, um das zuzuhören und vielleicht das eine oder andere jetzt sich da in den Köpfen und in den Herzen irgendwie bewegt. Und ja, ich würde sagen, man hat ein bisschen abgenommen. Schön. Esther, bei dir? Meine ist noch ein bisschen weniger geworden, weil ich halt einfach einmal mehr wieder nicht nur weiss, sondern spüre, dass ich nicht allein bin. Oder manchmal habe ich das Gefühl, oh, ich kann doch die Welt nicht allein retten. Und dann denke ich, ja, du geben musst ja gar nicht. Wir sind ja viel. Oder? Und jeder von uns kann etwas beitragen. Und je unterschiedlicher wir sind, desto besser. Weil es hat nämlich auch niemand eine Werkzeugbox daheim mit lauter Hämmer, wo alle genau gleich sind. Und das ermutigt mich, jetzt wirklich so die verschiedenen Engagements zu spüren. Finde ich ein Aufsteller. Merci vielmals. Ja, liebes Publikum, ich hoffe, ihr könnt es auch ein bisschen heimnehmen, dass wir hier in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft sind und zusammen an dieser Krise vielleicht auch arbeiten können und zusammen positiv in die Zukunft schauen können. Tobias Grütter, Lea Witscher, Esther Poschach, merci vielmals. Kollektive Depression, raus aus der Apathie, das war das Generationenforum von UND Generationen-Tandem. Technische Leitung Marc Scheiwiller und Samuel Müller, am Mikrofon Tabea Kauer und Lea Schütz. Alle Generationenforen, Generationentalks und Politpodien von gemeinnützigen und politisch unabhängigen Organisationen und Generationentandem könnt ihr nachschauen und nachhören. Auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und am besten bei uns auf der Website generationentandem.ch. Generationenforum.